Hallo zusammen. In diesem Video die Fortsetzung zu den wichtigsten elektrotechnischen Fachkenntnissen, die ein ITler für die aktuellen Prüfungen kennen müsste. In diesem Video wird erklärt, wie PC- und Serverkomponenten mit Energie versorgt werden. Daher wird der Weg grob erklärt, von der Steckdose bis zu den einzelnen Komponenten. Grob deshalb, weil Sie in Anführungsstrichen nur ITler sind und kein Elektroniker. Bei den Elektronikern beschäftigt man sich mit dem Prozess der Umwandlung inklusive Schaltungsaufbau, dafür zu sorgen für Sicherheit und so weiter und so fort. Diese Tiefe ist aber nicht Ziel dieses Videos, sondern nur, damit Sie ein Verständnis haben, warum es bei CPU- oder Grafikbelastungen entsprechend Abstürze geben kann und wie man das mit verschiedenen Technologien von Netzteilen, diese Abstürze, vermeiden kann. Das hat auch Auswirkungen, insbesondere auf Ihre Auswahl, welche Netzteile Sie bestellen. Okay, der Aufbau der Steckdose wurde im letzten Video bereits angesprochen und jetzt schauen wir uns mal an, welche Spannung dort anliegt. Es handelt sich um eine sinusförmige Wechselspannung mit der Frequenz 50 Hertz. Das schauen wir uns mal auch nachher an, was das bedeutet. Das Problem aber, unsere Bauelemente wie CPU, Grafikkarte, SATA und so weiter brauchen eine konstante Spannung und vor allem auch ohne Schwankungen. Ziel ist es daher, diese Spannung dann in eine Gleichspannung umzuwandeln. Daher wären wir jetzt mal bei Schritt 1. Das heißt, wir würden dann entsprechend gleich richten, entweder mit Diode oder im Energiesektor Thyristoren. Schritt 2 wäre die Spannung zu glätten, unter anderem mit Kondensatoren, damit die Höcker, also die Sie hier haben, nach der Gleichrichtung hier in schwarzer Farbe dargestellt, wollen Sie dann entsprechend das glätten und das habe ich jetzt versucht hier so darzustellen. Das bekommen Sie mehr oder weniger mit Kondensatoren hin. Und im Anschluss dafür zu sorgen, dass eine konstante Spannung hergestellt werden kann. Das heißt, damit keine Schwankungen entstehen, das erledigen Sie mit Operationsverstärkern. An dieser Stelle würde die Erklärung der Funktionsweise dieser elektronischen Bauelemente den Rahmen dieses Videos absolut sprengen. Deshalb habe ich Ihnen den Prozess der Umwandlung weniger technisch, sondern eher, sagen wir mal so, grafisch-mathematisch als Analogie dargestellt, damit Sie entsprechend auch den Prozess verstehen, wie es dazu kommt. Und das reicht absolut aus für einen ITler. Dadurch erreichen Sie entsprechend die Spannung, also Gleichspannung, 230 Volt Netzspannung. Und dann wollen wir uns entsprechend mal das mal anschauen. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie diese Flächen, die Sie hier haben, genau dort hier reinpassen, wo entsprechend die Pfeile dann zeigen. Ja? Stellen Sie sich das mal vor, wenn man das entsprechend umklappt und dort hinein verschiebt, dass man dann entsprechend dann für eine glättere Spannung dafür sorgen kann. Dadurch erreichen Sie logischerweise eine kleinere Spannung als diese Spitzenspannung. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise jetzt mal in der Runde immer sage, ja, wo ist denn eigentlich unsere 230 Volt Netzspannung, dann vermuten die meisten, dass es hier die Spannungsspitze ist. Dem ist nicht so, sondern das liegt ja ungefähr bei 70% der Spitzenspannung. Ja, und das nennt man ja eine Effektivspannung. Und damit arbeiten wir ja auch unter anderem bei Stromkostenabrechnung und so weiter und so fort. Der mathematische Zusammenhang wird hier entsprechend hergestellt. Wir sind jetzt noch nicht am Ziel. Jetzt müsste diese 230 Volt Konstantspannung in kleinere Spannungen für das Mainboard, CPU, Grafikkarten, Festplatten und so weiter umgewandelt werden. Und hier mal ein paar Beispiele dazu, welche Geräte, sagen wir mal, welche Spannungen und Leistungen dann erwarten. Schon ordentlich, was eigentlich diese kleinen Komponenten so an Leistungen aufnehmen. Alle anderen Komponenten im Mainboard haben wenige Leistungsaufnahmen. Und hier sind nur die wichtigsten, beispielsweise auch in der Oberklasse, dann ist auch die 12-Volt-Schiene ja ziemlich wichtig. Das ist ja andere Spannungen haben wir auch im 5-Volt-Bereich und wie USB-Devices, SATA und so weiter. Die interessante Frage, wie werden diese Ausgaben
Ausgangsspannungen erzeugt. Dazu zwei Varianten. Zum einen wurden diese Spannungen über den Transformator gemeinsam erzeugt. Das heißt, entsprechend haben sie ein Trafo. Ja, das war jetzt in der Vergangenheit auch gar kein Problem, weil die Belastungen auf verschiedenen Schienen, sagen wir mal so, mehr oder weniger gleich waren bei allen Spannungen. Und die heutigen leistungsfähigen Prozessoren und Grafikkarten, die belasten diese 12-Volt-Schiene eben wesentlich mehr als die anderen. Und das führt dazu, dass der Controller entsprechend, der quasi diese, ja, die anderen Spannungen ja stabil halten möchte, ja, der Controller beginnt dann entsprechend mit der Spannungsanpassung das zu betreiben. Und daher schafft es nicht mehr, diese 5-Volt-Schiene beispielsweise, ja, stabil zu halten. Und daher kann es sein, dass das entweder einbricht, das heißt, wenn die Spannung jetzt kleiner wird, dann ist die Folge jetzt mehr oder weniger so eine Kettenreaktion. Das heißt, sinkt die Spannung, dann werden ja die Komponenten unterversorgt und dadurch wird das jetzt dadurch ausgeglichen, dass mehr Last dann durch die Komponenten geschickt werden. Das heißt, die Last wird erhöht, indem dann mehr Strom durch die Komponenten dann fließt, was zu Schädigungen der Leitungen oder ähnliches führen kann. Die Spannung kann aber auch nicht nur einbrechen, sondern auch vergrößern. Das heißt, der Controller schafft es nicht mehr, hier die 5 Volt stabil zu halten, sondern da kommt jetzt eine 5,5 oder eben 6 Volt raus, was natürlich auch nicht zielführend ist. Es kann ja eigentlich ja in solchen Fällen ja dazu führen, dass der PC beispielsweise unter Volllast ausgeschaltet wird und spätestens hier merken wir, wie wichtig qualitative Netzteile sind und weil wir verschiedenen auch Schutzmechanismen haben in bestimmten Netzteilen, die mehr oder weniger ja später ich hier unten besprechen werde. Und die Frage ist, vielleicht an dieser Stelle, können diese Abweichungen von den PC-Komponenten selbst abgefangen werden? Die Antwort lautet in der Regel nein, weil das ja wesentlich komplizierter ist. Das überlässt man lieber den Netzteil, weil die Investition in einem guten Netzteil ist wirklich nicht so riesig. Das heißt, der Unterschied zu einem billigen Netzteil. Daher kann man dann entsprechend alles zentral dort, die Schutzmechanismen dort verlagern. Das heißt, mehr Abweichungen wie 5% wären jetzt an dieser Stelle kritisch anzusehen. Aus diesem Grund wird entsprechend die 12-Volt-Spannung separat erzeugt. Und jetzt sind wir schon bei der zweiten Variante der quasi Herunterreduzierung von der 230 Volt auf die kleinere Mainboard-Spannungen. Das heißt, andere Spannungen wie 5 Volt werden über kleinere, ja, so separate Boards erzeugt auf Basis von DC-DC-Wandler. Das heißt, DC ist übrigens ja die Abkürzung für Direct Current. Und die Vorteile wären jetzt an dieser Stelle, dass wir stabilere Versorgung haben, ohne jegliche Beeinflussung von irgendwelchen einzelnen Spannungsschienen. Und dadurch habe ich auch automatisch, wenn ich jetzt nur das liefere, was dann entsprechend der Kunde braucht und nicht hier Haufen Kabel, die man eventuell nur ein paar von denen braucht, dann habe ich dann dadurch auch weniger unnötige Verkabelung und Hardware. Dadurch spare ich mir ja auch Platz im Mainboard. Das heißt, das hat auch Auswirkungen auf die Kühlung. Ja, die Luftzirkulation ist dann an dieser Stelle besser. Und weniger Hardware bedeutet auch in der Regel weniger Kosten, also quasi Herstellungskosten und dass ich das Ganze dann bezahlen müsste. Und nun kommen wir zu der entscheidenden Frage, welche Faktoren sind für den Kauf eines Netzteils dann entscheidend? Wie immer kommt es immer auf die Ist-Situation an, wie viele Komponenten mein Mainboard braucht, also wie viele Komponenten dort verbaut sind und deshalb wie viele Anschlüsse das Netzteil hat. Zum anderen muss ich dann entsprechend die gesamte Leistung der einzelnen Komponenten zusammenrechnen und auf jeden Fall gute Reserve einrechnen, damit ich dann nicht an meine Extremfälle dann herankomme. Dazu gibt es ja zwei Extremfälle, sage ich mal so. Wenn das Netzteil überdimensioniert ist, das heißt, ich bin ja großzügig mit meiner Planung und dann habe ich brauche ja in der Regel beispielsweise, sagen wir mal, 200 Watt und dann bestelle ich mir ein kW-Netzteil. Dann sind die Anschaffungskosten logischerweise teurer und zusätzlich arbeitet ja das Netzteil nicht mehr im Idealbereich. Ja, der ist unterfordert, sodass die Effizienz darunter leidet
verschwendet und höhere Stromkosten verursacht werden, unnötig. Auf der anderen Seite führt eine Unterdimensionierung, und das ist ja das größere Problem, zu Leistungslimits mit mehreren Nebenwirkungen. Ja, sehr ärgerlich sind die Abstürze aufgrund der höheren Temperaturen, die die Lebensdauer des Netzteils auch senken lässt. Auch unangenehm wäre es jetzt mal beispielsweise, wenn der Lüfter in diesem Fall mehr Umdrehungen pro Minute durchführen muss. Das merkt man am Geräuschepegel, dass es laut wird, und in der Regel ist das ja so, je größer der Lüfter, umso kleinere Drehzahl dieser drehen muss. Also in der Regel. Da das Thema Kühlung derart wichtig und komplex ist, gibt es jetzt eigentlich einige Kühllösungen, die eine exakte und im professionellen Umfeld auch oft fernsteuerbaren Temperatureinstellungen liefern. Auch bei der Dimensionierung ganz wichtig, nicht nur die Gesamtleistung zu betrachten, sondern die Leistung dieser 12-Volt-Schiene. Also diese 12-Volt-Leitung ist in letzter Zeit ziemlich wichtig geworden, eben für die CPU oder Grafikkarte, damit diese rechenintensive Komponenten gut und stabil versorgt werden. Auch wichtig ist die Qualität natürlich und die Materialien, die sich positiv auf die Lebensdauer des Netzteils auswirken. Was bringt Ihnen, wenn Sie jetzt mal beispielsweise einen billigen Netzteil kaufen und der entsprechend nach wenigen Jahren ausgetauscht werden muss? Zusätzlichen Aufwand, dass Sie für den Austausch und so weiter auch Zeit benötigen, das muss nicht sein. Dann ein wichtiger Aspekt natürlich die Sicherheit und Schutzmechanismen jetzt bei Netzteilen, die bei billigen Netzteilen oft fehlen. Irgendwo muss ja gespart werden. Ähnlich wie die Situation, die wir eigentlich in unseren Stromnetzen haben. Wenn wir haben dort Sicherungen, FI-Schalter oder ähnliches, haben wir auch hier mehr oder weniger ein paar Aspekte berücksichtigt. Unter anderem ja den Schutz vor höheren Temperaturen, die das Netzteil dann entsprechend vor Überlast schützen. Oder aber auch bei höheren, niedrigen Spannungen, auch ganz wichtig, wenn wir dort entsprechend mal beispielsweise Fehler haben, dass das zu diesen Schwankungen führt, dass man entsprechend die teuren Komponenten, also in der Regel, wenn Sie eine Grafikkarte verbaut haben, eine teure, und Sie wollen das dann schützen, dann sorgt das der gute Netzteil dafür, dass es entsprechend geschützt wird. Diese Begrenzung bezieht sich jetzt auf mehr oder weniger auch nicht nur auf Spannungen, sondern auch auf Leistungen oder Ströme. Das heißt, Überspannungen, Überströme, Überleistungen oder so ähnliches werden dann entsprechend auf diesem Weg abgefangen. All diese Überprüfungen, die finden separat statt in kleinen integrierten Schaltkreisen, also so kleinen Chips, die dafür sorgen, dass es entsprechend die höhere Sicherheit bewerkstelligt werden kann. Das machen auch natürlich oder logischerweise den Netzteil auch teurer, aber auch qualitativer, und wie gesagt, in der Gesamtheit ist es wahrscheinlich günstiger. Soweit in einem Schlendurchlauf, wie Netzspannungen zu den einzelnen PC-Komponenten dann umgewandelt werden. Im nächsten Video wird exemplarisch eine Berechnung durchgeführt, wie wir entsprechend unseren jährlichen Strompreis für eine konkrete Situation beim Kunden berechnen sollten, und so etwas kommt des Öfteren in Prüfungen dran, typischerweise. Bis dahin und tschüss.